2 Minuten 8. 2 Minuten 6. Ich glaube, deiner ist dann schneller. Warum beruhigt mich das nicht? Warum beruhigt mich die nasse Straße auf dem Bild so gar nicht? Wetter ist doch klar. Ja, ich weiß, oben das Wetter ist klar, aber trotzdem. So, Tuning stabil. Was hatten wir letztes Mal? Was anderes, oder? Los, hab ich. Stabil ist nämlich Standard. Aber warum hab ich dann los? Weiß ich nicht. Vielleicht ist bei dir irgendwas, das du immer los hast. Heckantrieb! Heckantrieb! Achtung, Rechtskurve. Ah, noch ein Reifen. Eigentlich habe ich ganz gut Grip. Ah, du warst gar nicht hinter mir. Es waren zwei andere. Wo bist du hin? Vier hinter dir. Fünf. Du warst irgendwie weg nach der Kurve. Du hast dich aufgepasst. Ja, ich war in der Kurve. Ich bin hinter Peter Gerhardt. Jetzt sollten wir doch auf reduzierten Schaden stellen. Die Reifen. Ah, ich hab's schon. Die Reifen haben meinen Vorderreifen kaputt gemacht. Aber ich bin mir der Ironie bewusst.
Boah, die haben mich schön in die Kurve gerade geschoben. Und die auch. Kann das sein, dass man nur mit Driften wirklich schnell ist? Ich hätte sehr gerne mehr Bodenhaftung. Also meine Zeit ist jetzt bei 2:27. Ja. Weißt du, wo hier die Boxeneinfahrt ist? Okay. Ah, da. Gefunden. Moment, gab's hier den Assistent? Ah, okay. Nee, war eine falsche Boxeneinfahrt. Das sind nicht die mit den mit dem Hütchen, ja. Das geht aber auch. Ja, wenn er die C gerade kommt. Wie Zeit haben wir denn noch? So, wieder repariert. Ja. Aber ich glaube, ich starte sehr weit hinten. Gut, da wir so langsam sind, ist es dann mehr als 10 Minuten. Also wäre das tatsächlich etwas Jetzt starte ich einfach vom letzten Platz, dann komme ich vielleicht heil im Ziel an. Nein! Ich wollte doch nur eine vernünftige Zeit fahren.
Warum hat die KI nicht so Probleme mit Heckantrieblern? Kann man das nicht reinpatchen oder so? Ja. Jetzt war ich wahrscheinlich schneller. Weil dir die Tür fehlt? Nee, keine Gewichtsreduktion, weil ich bin durchsiert und ja. Ah, okay. Okay, berghoch kann ich Vollgas bleiben. Ach, der hat gecheatet. Oh ja, ich fahre jetzt auch deutlich schneller. Also meine beste Zeit ist wirklich 2,27, das war der Start außer Box. Dann war es die Runde danach. Qualifying ist auch 10 Minuten. Ja. Das ist ja quasi nochmal ein Training. Aber ich glaube, ich wechsle mal auf. Obwohl Loose ist wahrscheinlich schneller. Oh, wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich fand deinen Windschatten. Ich glaub, mir fährt einer voll rein. Nee. Ah ja, ich zieh's aber auch gerade aus der Kurve raus. Okay, und der erste ist mir voll rein. Aber noch fahre ich geradeaus. Warum gibt's eine Hupe? Nee. Ah, hier liegen Reifen auf der Bahn. Okay, der heile Wagen ist deutlich schneller. Wenn ich nie ganz vom Gas gehe, sondern immer nur ein bisschen, aber auch nie voll drauf, hole ich den anderen vor mir ein. Ja.
Man könnte meinen, das ist unsportlich. Mit, wie die mich aus der Kurve schieben wieder. Lass sie lieber alle vorbei, dass wir nicht wieder zu Klump fahren. Markus Meierhofer. Ich habe welche vor und hinter mir. Was war deine Zeit? Keine Ahnung, ich bin gerade raus. Okay, ich bin 15 Sekunden langsamer als du. Bei 27, da habe ich mich einmal gedreht aus irgendeinem Grund. Und diesmal... Ja, warum bin ich jetzt so langsam? Nee. Ja, ich werde trotzdem immer rausgeschoben. Du wirst rausgeschoben, weil du zu langsam bist. Weil ich nicht mehr drifte vielleicht. Thank you.
Na toll, mich hat ein Porsche direkt vom Ziel gedreht. 2 Sekunden verbessert. Mein Potenzial ist 2,22, wenn mir keiner reinfährt. Ich merk's. Ich vorhin auch, dann hat er, ist er mehr reingefahren. Räumt sich gerade alles sehr schön für dich aus, glaube ich. Daniel Wheeler hat eine schnellste Runde gefahren. Hier gerade. Ja, persönlicher Rekord. Ich habe mich immer vorhin verbessert, aber ich glaube, ich starte vom letzten Platz. Wenn du 2,15 gefahren bist. Kann man, während du durchs Ziel fährst und während ich das durchs Ziel fahre, einmal Happy Birthday singen. Dauert nämlich in etwa 8 Sekunden. Ich glaube, ich hätte ein leichteres Auto nehmen sollen. Was mich mal interessieren würde, ich würde mal gern was fahren mit einer hohen Kurvengeschwindigkeit. Also irgendwas mit viel Grip. Wir sind außerhalb der Top 3, aber das können wir später wieder gut machen. Hey, ich bin mit 5 Sekunden Abstand letzter. Will ich noch das Auto wechseln? Ich glaube nicht. Sollen wir das Tuning ändern? Kann ich machen, aber dann bin ich wahrscheinlich noch langsamer. Nee, jetzt kann ich es nicht mehr ändern.
Ich hab auch schon den Start verkackt. Ja, ich. Oh, die ziehen alle weg, selbst die Mustangs. Ich bin nicht letzter. Ah, hier kommt einer entgegen. Ich hab drei oder vier Leute überholt. Ja, mich haben auch welche überholt. Ich habe einen ausgedreht. Ich bin 19. Ich bin 2. Du kannst ja von den ersten rausgehen. Ey, fällt mir schon ein bisschen mehr noch. Ja. Ich hab dann den ersten umgedreht. Was ist hier los? Du kannst Rennspiele. Das behaupten immer alle, aber hast du mir zugeschaut? Ja, hast du mir mal zugeschaut? Geschoben. Bei der Zielgeraden. Wenn ich wenigstens auf den Geraden schnelles Auto hätte. Jetzt bin ich wieder 20. Ja, ich sehe dich. Ah, du kommst gleich da rein. Ja, ah. Ja, hinter dir kommt noch einer mit deinem gleichen Auto, gleiche Farbe wie du. Du warst Erster! Ja, das hilft nicht, wenn das während der ersten von 5 Runden ist. Dass man das erst, wenn man den Ziel reinkommt. Bist du wieder auf Track? Ich konzentriere mich gerade darauf, einfach nicht rauszufliegen, so wie jetzt. Ich kann ab dem 20. Platz ein bisschen ausbremsen. Muss ich verteidigen.
Ah, ist mir voll hinten drauf. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist weg. Er hat sich selbst rausgedreht. Ja. Ich hab den zurückgeschickt. Orange mit da. Nee, er kommt wieder. Pack, 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 pack. Daniel Wheeler war das. Ich bin vor. War alles heile? Keine Ahnung. Diesmal bin ich nur ganz leicht am Boden gewürzt. Also ich mag die Strecke. Ich müsste das Training und Qualifying und die Uhrzeit einstellen. Ich habe übrigens in meiner zweiten Runde um 15 Sekunden verbessert. Meine persönliche Zeit ist auch besser geworden, also mit der Zeit kommt's. Ah, grün! Grün! Curbs! Viel zu viele Curbs! Also guck mal bitte auf deinen Top-Speed. 180. Beim blauen Schild bin ich 190. 195. Okay. Ja. Ja, die gehen eigentlich alle ganz gut, wenn man sich dran gewöhnt. Ja, das ist vor allem eine schöne Schnelle. Ja, die hier auch. Ja, ich seh, wie du immer näher kommst. Ja, ich fahre in der Kurve, wie gesagt, in der fahre ich schneller durch. Der hat mich weiter ausgetragen, das hat auch in der ersten Runde super funktioniert. Das ist jetzt die Kurve. Don't take too many risks, but try squeezing fast when you can. Vorbeilasse? Ja, ich meine, fährst einfach vorbei, glaube ich. Ich fahre auch wieder vorbei. Ich hab den Wagen abgefahren. Ich bin wieder auf der Strecke in dem Moment. Da kann ich ja noch ein bisschen verteidigen gegen dich. Ja, weil ich dich kann. Lass mal gleiche Strecke, gleich nochmal andere Autos, irgendwas mit Grip. Ich bin nur am Driften. Ich bin natürlich. Ja, wenn ich kein Gas gebe, bin ich ultra langsam. Ja.
Ist bei dir das Fußpedal unten richtig animiert? Weil ich habe nämlich, ich gebe nämlich nur Gas, wenn ich im Anschlag vom Analogschwinger vorne bin. Also ich habe quasi von 100% analog Gasdings vorne, kann ich 10 nutzen. 10%. Also wenn ich Hälfte reinmache, bleibe ich stehen. Okay. Weil ich sehe an meinem Fuß, dass ich quasi nur, wenn ich durchdrücke, Gas gebe. Das erklärt vielleicht, warum ich nicht wirklich, warum ich tatsächlich nur analog fahren kann, binär. Ja. Ja, was er sagt. Oder es liegt am Mustang, dass der logarithmisch unten Gas gibt. Ich glaube nicht. Nee, das gibt's ja. Nein. Der Skoda Yeti macht das. Beim Skoda Yeti musst du durchtreten, um wegzukommen. Wegen Gelände und sowas. Das sind quasi die ersten 80% vom Gaspedal sind die ersten 10% Leistung. Und dann kommt der Rest. Ja, klar. Ja, das stimmt. Weg! Hast doch 14 Sekunden, um bis Ziel zu fahren. Ah ja, bist durch. Ja, 2:13, beste Runde. Ja. 2:21. Gut, dann gehe ich mal kurz in die Option. 2:20. Dafür setze ich mal das Headset. Ich setze das Headset mal dafür kurz ab. Das geht, glaube ich, einfach auf den Monitor zu gucken. Ja, ich schiebe das auch hoch. Ich mache alles im Menü hier vom. Genau, nur ich höre dich dann nicht mehr. Ist halt die Sache. Ja, ich hab's ja noch.